Jo Leute, was geht? Hier willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir FIFA World Cup Katar 2022 Karten bestellt. Und ja, danke an meinen Opa, der hat es mir gekauft. Ja, wir öffnen. Ich bin ein bisschen krank. Ich habe Mbappé gezogen. Ich habe eins privat geöffnet. Da habe ich Mbappé gezogen. Den kann ich gerade nicht zeigen, denn ich habe den in meiner Hülle von meinem Handy. Aber im nächsten Teil zeige ich ihn euch. Vielleicht ziehe ich ihn ja nochmal. Also, ja, könnte ja alles sein. Wir haben, keine Ahnung, so, Mexiko, Wales, da haben wir von Marokko. Okay, läuft schon mal ein bisschen. So, nächste Pack. So. Sagt mir, wer für euch die WM gewinnen wird. Okay, wir haben den Torwart von Wales. Also ich glaube, ja, das Torwart. Alter, nicht, dass ich mich hier verwechsel. Ja, Neymar. Also Costa Ricaner. Da haben wir Argentinien. German Pezzeia. Okay. Nicht schlecht. Dann haben wir noch Imran Lutza. Okay, nächste Pack öffnen wir direkt. Yo. Ich mache jetzt alles in einer Folge. Dann macht jetzt dieser Pack falsch rum an. Auf. Okay, ich habe schon gesehen, ein Tunesier. FWC, was war das nochmal? Das war, ach so, ein Ball. Ah, okay, der WM-Ball, den haben wir gebraucht. Nee, Rüdiger! Nein! Wir haben Rüdiger, Leute, Rüdiger. Rüdiger. Wir haben Anton Rüdiger. Ja, okay, den habe ich doppelt jetzt. Korea und wir haben den Torwart. Nice, gut. Tunesier, okay. Wir wollen direkt den nächsten öffnen. Wir öffnen in diesem Video 18. Und davon haben wir schon ein paar geöffnet. Anton Rüdiger. Okay, wir haben direkt einen Koreaner. Dann haben wir Virgil van Dijk. Sorry, Leute. Hier dann WG Van Dijk. Also darüber muss ich mich freuen, weil ich habe den doppelt und Neymar habe ich auch, aber ja. Dann Uruguay, nice. Achso. Haben wir Lukaku. Alter, wie viele doppelte gute. Egal, dann habe ich welche zum Tauschen. Aber wir haben nochmal Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, genau. Leute, ich glaube, wir haben wieder Lukaku, weil Belgien 19, das heißt nochmal Lukaku. Junge, freue mich gar nicht. Ja, okay, irgend so ein USA, den habe ich doppelt. Haben wir ein Stadium, nice. Oh, wieder doppelter. Und wir haben, okay, ein Senegal. Dann, wir machen jetzt auf gut Glück so Außenelf. Machen sie einmal Ösen auf. Dann machen wir noch hier auf. Also bis jetzt der einzige, den wir gezogen haben, der gut ist und neu ist, war eigentlich dieser eine Argentinier. Argentinier ist immer super. Und dann Anton Rüdiger. So, Leute, jetzt haben wir Japan 12. Japan 12 haben wir. Leute, sorry für das im Hintergrund gesprochen wird. Dann haben wir Polen. Polen, okay. Drehen wir um. Schweiz. USA-Team. Leroy Sané. Haben wir gebraucht. Da haben wir unseren Japaner. Ching Chang Long. So. Jetzt öffnen wir. Also eigentlich, dieser Trick bringt eigentlich Glück. Also, jetzt öffnen wir so. Kroatien 17. Könnte was werden. Stürmer ist immer gut. So, da sind 17 und wir haben, keine Ahnung was. So, wir haben dann, okay, Ari. Wales Mannschaft, nicht schlecht. Ah, ich glaube, das habe ich sogar gebraucht. Also ich hoffe, ich habe es gebraucht. Und dann haben wir Leon Goretzka. Ja, nicht schlecht. Also wir haben bis jetzt nur gute Deutsche. Nice. Aber ich brauche Frankreicher. Bitte, ich brauche Frankreicher, aber viele. Wir machen heute so viele Dinge, wie wir ziehen. Okay.
Okay. So, so, so. Wir haben Costa Rica 11. Wir haben, ja, okay, habe ich schon doppelt. Brasilien 18. Rafinha. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir Mexiko 15. Ja. Serbien brauche ich auch langsam welche. Und dann Japaner. So, Leute. Wir brauchen Messi und Ronaldo. Bitte, komm. Wir brauchen Messi oder Ronaldo. Messi oder Ronaldo. Kamerun. Okay. Wir haben Kamerun. Okay, ich habe schon gesehen, Costa Ricaner. Kamerun, wir haben... Okay, 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 okay. Belgien 7. Okay. Portugal-Mannschaft. Wir haben Portugal. Gut. Dann wieder Katar 1. Also Katar-Mannschaft. Ja, wie gesagt, ein Costa Ricaner. Okay, Leute, wir haben noch ein paar vor uns.